Dann suchen wir uns das Feuerwehrauto eben woanders. Wenn hier nicht irgendwo das Los Santos Fire Department oder so eingezeichnet. Sieht ja eher nicht danach aus. Ja, sonst hier irgendein Missionskram. Was ist das eigentlich? Okay, schön, dass mir nicht angezeigt wird, was es ist. Tja. Das ist ja sehr bedauerlich. Was haben die denn bitte für ein Problem? Okay, wir könnten irgendwo einen Notruf vortäuschen. Vielleicht geht das hier. Luftschiff? What the fuck? Hi, this is Atomic Blimp. Can I help you? Yeah, hi. I'd like a blimp delivered as soon as possible. Of course, sir. I'll get one sent out to the nearest available drop-off point. Thanks. Appreciate it. Thank you for calling Atomic Blimp Services. Goodbye. What? What? Notfalldienst. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. The fire department are en route to your location. Sehr wunderbar. Dann blockiere ich doch hier schon mal ein bisschen die Straße. Ich sehe halt einfach total. Ja, finde ich super. Aber ich glaube, die Feuerwehr kommt. Ich höre Sirene. Ah. Ernsthaft? Euer Scheiß Ernst? Damit konnte ich so nicht rechnen, dass die in dem Moment da losatzen. Naja, wenigstens sind wir wieder zusammengeflickt. Hm. Hier, nein. Ja, hier werde ich wahrscheinlich nur Krankenwagen kriegen. Ich suche mir mal wieder eine belebte Kreuzung. Sitzen in letzter Zeit eigentlich in allen Autos, die ich klaue, zwei Leute. Oh, ernsthaft? Ich sehe ein Luftschiff auf der Karte markiert. Ich finde es ziemlich fantastisch. Aha. Ich finde es super, dass die Tür einfach weg ist. Hat ein bisschen was. Sirenen, aber ich sehe keine Cops. Aber wo ich sehe keine Cops, werde ich die eigentlich auch nochmal los. Wo ist denn eigentlich... Ach, da unten ist das. Nee, da fahre ich jetzt nicht hin. Zumal da auch die Polizei auf dem Weg ist. Sorry, ich muss hier mal durch.
So, kann die Polizei jetzt bitte wieder verschwinden? Danke. Dann verursache ich doch hier mal einen kleinen Stau. Ach ja? So. Das hätten wir. Ach, die fahren hier alle fröhlich drum rum. Ach, die biegen hier auch ab. Okay. Ah, ich brauch mal... Gott. Ist hier gerade schon ein Auto despawned? Was soll denn das? So, Zeit für einen Notruf. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. The fire department are en route to your location. Das finde ich super. Diesmal lasse ich mich auch nicht überfahren. Hoffentlich. Oh, das ist ein Krankenwagen. Den brauche ich jetzt nicht. Ich stehe hier sehr ungünstig. Sollte ich hier doch noch überfahren. So, der Krankenwagen bleibt bitte auch mitten irgendwo stehen. Nein, der Krankenwagen fährt einfach weiter, okay. Feuerwehr? Ah, da vorne. Ob die gleich wieder abhauen. Oder ob da nochmal jemand aussteigt. Die machen auch keine Gefangenen, ne? Mal die Sirene ausstellen, die nervt nämlich. Aber wie die Feuerwehr halt auch eiskalt Fußgänger umgefahren hat, das finde ich schon ein bisschen krass. Hallo? Na gut, ich habe auch keine Sirene an. Jetzt sollte ich mich mal nicht beschweren. Wir sitzen das hier mal aus, oder? Ist ja auch ganz hübsch hier. Kann ich? Hahaha. Oh shit, kommt die Polizei? Ich fahr mal weg. Fahr ich hier gerade verkehrt rum auf einer Highway? Das ist alles nicht gut, was ich hier mache. Ja, Moment, ich muss hier ganz kurz drehen. Gib Gas da vorne! Gott! Sei mal nicht so anstrengend. Irgendwann macht es Sinn, hier lang zu fahren? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich hätte ich die andere Spur nehmen müssen. So. Dann mache ich das Zeug halt wieder an. Dann kommen wir vielleicht ein bisschen entspannter hier durch. Schauen wir mal. Wie viel Platz wir hier auf einmal haben. Fantastisch. Mag Zufall sein, aber fantastisch. Ah, God freaking damn it. Ich tank mich hier jetzt durch. Spaß, Alter.
Was mit den Leuten los ist, so, weißt du, sitzt du in einem Feuerwehrauto, hast deine Sirene an und die meinen immer noch hier einen auf total dicken machen zu müssen. So, wenn ich hier jetzt links abbiegen will, weil hier dringend irgendwas brennt. So, interessiert hier keine Sau. Boah, das war spektakulär. Ja, wir müssen ja eigentlich noch eine Etage runter. Ich fahre mal wieder rückwärts, das kommt mit der Feuerwehr ja immer gut. Aha. So. Und da sind wir auch schon, nach gefühlten 8 Stunden Fahrt. Alright. Das war schön. Und jetzt? Ah. Gitte. Ob wir Lester wirklich anrufen müssen? Der sitzt doch da. Hey Lester, we got a fire truck. It's parked around the back of your place. Then I guess we can't put it off any longer. I'll get word out to the guys. Come out to my office and speak to me. Here I am. Ah, schön, dass er erst automatisch läuft und dann auf der Treppe einfach stehen bleibt. Ah, pretty good, under the circumstances. About to knock off a federal government building. Oh, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. So life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't gonna do the trick, huh? No, 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 no. You'll have incendiaries and a remote device. Now, they need to be strategically placed so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. Okay, so langsam wird's dann wohl ernst. Hauptsache, wir haben schon unsere Janitor-Klamotten an, das ist ganz gut. Die alte Textilfabrik wird dann wohl leider auch sehr ungünstig abbrennen. Wie gut, dass direkt ein Feuerwehrauto daneben steht. Sollten wir vielleicht nicht da parken, wenn... Ach, egal. Mike, we doing this? Yeah, real soon, Frank. Pick up the fire truck and RV with Gus Moda and Daryl Johns. I'll give you word when I'm out of the bureau. I got it, dog. At least we can count on these guys in a pinch. Okay. Fahr ich hier richtig? Wie glaube ich denn? Ah, doch, das war hier oben, ne? Ja, alles gut, alles gut. Ich bin ausnahmsweise auf der richtigen Spur. Passiert ja selten genug. Call me what? Begib dich zum Drehkreuz. Okay. You knew? Das ist die Schwingtür? Okay. Yeah, they keep changing the contractors. Yeah, because guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Das war bislang relativ easy. Schicke Klamotte.
Drücke niemals den Knopf des 56. Stockwerks. Hol dir den Mob, natürlich. Aber muss ich jetzt wirklich wischen? Wisch den Boden. Finde ich schon ein bisschen super, dass ich jetzt ernsthaft wischen muss. Ist auch nicht so, als hätte ich das vorhin wirklich getan. Also zu Hause und so. In meiner Wohnung. Bombe im Spind? Das ist schon hier, ne? Ah. Sehr unauffällig. There you go. Begib dich zum nächsten Raum. Oh Gott. Hoffentlich muss ich jetzt nicht so 48 Flecken wegwischen. Ich nehme mal gar keinen Bock drauf. Mein Gott, das ist auch so ein Büro, in dem ich auf gar keinen Fall möchte ich hier arbeiten. Night, I'm scanning data patterns to arrest statistically appropriate suspects. What went wrong with my life? Ah, so sieht's nämlich aus. Oh, ernsthaft. Gleich 4 Flecken? Ist das nötig? So, schaffe ich den zweiten Fleck? Oder muss ich dazwischendurch den Mob auswaschen? Crap. Ah, klar. Ich habe keinen Bock, immer 30 Schritte zu dem Eimer zu laufen. Deswegen stelle ich den jetzt hier ab. Vielleicht hätte ich doch die andere Mission nehmen sollen, die andere Methode. Wäre vielleicht spannender gewesen mit Hubschrauber und so. Naja, was soll's. Geräusch ist auch sehr schön. Das ist noch nicht alles. Da ist noch mehr. Platziere die Bombe auf der Toilette. Oh, auch das habe ich heute schon hinter mir. You know you stay too late when the Mopping Dead show up. All right, I'm leaving. The Mopping Dead. Oha. Mal so richtig die Schüssel springen. Also ganz ehrlich, bei den Spiegeln hat sich irgendwer so gar keine Mühe gegeben. Holy shit, ist das... Boah, sieht das scheiße aus. Ich kann nicht mehr sprinten, das ist schon ein bisschen anstrengend. So, wo darf ich jetzt hin? Ach, zurück zum Hausmeisterraum, sehr schön. Das ist hier mit 2 Bomben tatsächlich schon getan. Another janitor?
Was the last one a heart attack or a budget cut? When are you gonna get out of here? When I log my OT for the week. Blah, blah, blah.